Hallo, ich bin Rolf Jahn. Ich bin bildender Künstler und male schon ganz lange meine Bilder hier in Köln. Seit 1997 bin ich hier in meinem Atelier in der Simon-Meister-Straße, in einem schönen alten Jugendstil-Ladenlokal. Und das ist ganz wunderbar hier. Was macht denn deine Kunst aus? Ja, die ist so ein bisschen eigen. Ich habe raldistische Kunst, habe ich die firmiert oder genannt. Das ist eigentlich so eine wilde, unbewusste Linie mit Stift oder mit Pinsel. Und daraus mache ich am liebsten Vögel, weil die finde ich positiv und freundlich. Und die haben so ein vermittelndes Element zwischen Himmel und Erde und können so ein paar Dinge, die wir nicht können. Also die finde ich ganz klasse. Ich male eigentlich auf allem. Gerne auch auf Sachen, die schon da sind. Also wie zum Beispiel das Taj Mahal oder die Strohmäuschen am Ebertplatz oder was sich so anbietet. Oder ich hole auch gerne alte Bücher oder Fotoalben vom Flohmarkt. Oder wenn ich irgendwo Buchstapel in Nippes oder in Köln sehe, wo was zum Verschenken ist, nehme ich da gerne was von mit, was mich anspricht. Also als Kind wollte ich wohl Ornithologe werden und jetzt bin ich Vogelmaler geworden. Also da bin ich relativ nah dran geblieben. Meine Bilder sind für alle und die sind auch, also Kollegen haben manchmal geschimpft, weil ich zu billig bin. Natürlich ist das alles viel Geld, aber ich habe auch kleine Zeichnungen und ich habe auch Postkarten und Drucker habe ich auch, also vom Prinzip her habe ich ganz viele verschiedene Sachen für jeden Geldbeutel. Eigentlich finde ich toll, dass ich Anfang des Jahres nicht weiß, was ich Ende des Jahres mache. Das ist dann natürlich auch mit wirtschaftlichen Unwägbarkeiten verbunden, weil ständig neue Anfragen und Projekte und Wünsche und Anregungen und Verbesserungsvorschläge auf mich zukommen und ich dann schauen muss, wie ich damit umgehe oder was ich davon mache und nicht mache. Nippes ist toll, weil das halt auf der einen Seite dörflich ist und gemütlich und auch so ein bisschen ja, fast kleinbürgerlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch großstädtisch. Und das mag ich gerne, diese Kombination. Ich habe fast 20 Jahre alleine hier in dem Ladenlokal gearbeitet. Und dann vor wenigen Jahren hatte der Bäcker mir gegenüber, der hat dann eine Kündigung gekriegt, weil das Haus eben aufgrund dem Immobilienwahnsinn hier in Köln halt verkauft worden ist und jetzt auch abgerissen worden ist. Der musste da raus. Und jetzt sind wir halt zusammen hier in diesem Raum. Ja, das ist eine recht spannende Atelier oder Kombination. In meinem Laden habe ich eine Bäckerei. Genau. Oder der Bäcker hat ein Kunstatelier. Mein Lieblingsplatz in Nippes ist die Flora. Das ist ein wunderbarer, großer, toller Park. Ich bin da ganz gerne morgens und da ist es da total ruhig und entspannend. Was ich auch sehr schön finde, es gibt ein kleines indisches Restaurant auf der Neusser Straße. Das muss so Hausnummer 339 oder so. Gegenüber vom Netto ist das. Dieses kleine indische Restaurant, da bin ich auch gerne mit Freunden oder mit Kunden oder so, da bin ich öfter gewesen. Wir kriegen noch raus, wie das heißt. Ja, genau.